Hallo da unten. Helft mir und beeilt euch bitte. Ich verbarrikadiere die Türen, aber das hält sie nicht lange auf. Hallo, Barbara. Ihr seid doch Barbara. Amadeus, ihr seid noch frei. Ja, wir kommen hoch. Ihr seid noch frei? Hallo? War das jetzt ein Date? Aha, so sieht also ein Observatorium aus. Immerhin hat Sunny das hier nicht auch noch gesprengt. Darf ich jetzt? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trine 5. Heute bin ich mal nicht so lange unterbrochen worden. Ich bin begeistert. Oh, nein! Mein Stethoskop, wollte ich gerade sagen. Mein Teleskop, nein! Was mache ich? Ja, wenn du nicht dauernd draufstehen würdest, könnte ich auch was damit machen. Frage ist, was... Achso, gehört das hierzu? Muss ich das von unten... Du hast es kaputt gemacht! Nein, ich will das nicht. Das du hast es kaputt gemacht, du Bruder. Ja, das hätte hier hingemusst. Ja, warte mal, können wir das vielleicht mit dem machen? Ich kann es abfangen. Ach, warte mal. Geh mal mit... Nee, brauchst du gar nicht so. Geh mal mit dem einen, mit dem Schild. Könnte ich auch selber machen. Warte mal. Nein, so nicht. So. So, guck mal. Bin ich nicht clever? Huhuhu. Brenne! Ja, wir machen nicht fertig. So, ein Schuss reichte? Okay. Nee, waren schon ein paar mehr. Nee, einmal zurückgemacht. Müssen wir das... Können wir das überhaupt mitnehmen? Wenn, dann kannst du es nur drüber schieben. Denk dran. Das dachte ich mir schon. Kann ich dich mit dem Ding drüber schieben? Ah, nee, ich kann es ja hochheben. So geht's auch. Müssen wir das überhaupt mitnehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich nehm's mal mit. Irgendwelche Zaubertricks hier. Das ist hochkomplizierte Forschung. Oder ein Schloss. Oh, du willst Achso, du musst das so drehen. Nee, du musst es so drehen, dass er die drei Nein. auflädt. Hä? Was ist denn jetzt los? Kann das sein, dass du die umleiten musst? Nee. Also, was hast du jetzt gemacht? Dreh mal bitte die drei in die Richtung von den Dingern. So. Ja, weiter hoch. Ja, da sind sie. Ja, Moment. Ich kann nur so. Dreh sie nochmal bitte. Warte. Weiter. Warte mal. Strahlen die jetzt nochmal zurück. Ich glaube, du musst weiter hinten stehen, oder? Du hast eben drei Strahle. Kommt aber nur, wenn du das... Warte mal, wenn ich es so mache, ist es wieder ganz weg. Guck mal, beweg dich mal so ein bisschen hin und her, wie sich das ändert. Aber du hast immer nur zwei dann, ne? Was ist denn, wenn... Was ist denn, wenn ich das nach rechts... Warte mal kurz. Wenn ich dir da was hinstelle... Dass du erhöht bist, vielleicht? Warum du das Ding nicht einmal auf so umdrehst. Ach so, ich kann mich von der Höhe her verstellen. Du kannst das komplett verändern. Nein, schieb doch mal das Ding dahin. Ich mach den Strahl in das Teil rein. Ja. Ach so, meinst du? Ja. Warum sagst du das nicht eher? Die hat Zeit gesagt, aber... Nee, du hast nur gesagt, schieb doch mal das Ding oder sowas. Kann natürlich keiner was mit anfangen. So, mach das mal kaputt rechts, aber ist glaube ich nichts drin, oder? Ja. Ich weiß nicht, was das immer mit den Dingern hier ist. Er hat schon wieder kaputt gemacht. Er macht alles kaputt, was er anfasst. Links ist ein Speicherstein. Ist mir egal, ich will jetzt mal das Ding haben. Ja, ich bin am Überlegen. Komm ich denn da hoch? Wenn ich dir den gebe, ja. Geht nur mit dem, ne? Hm. Oh, pff. Wollte ich nicht. Nimm den mal. Warte mal. Oh, pff. Ich wusste, ich verdue mich da jetzt wieder mit. Mann! Boah.
schöne Musik im Hintergrund. Schlaf gleich ein und dann verpasse ich meinen Ausstieg. Du musst da oben dran. Hallo? Ah, dann ist das frei. Ich kann es nur so. Das Ding links kann es nicht einfrieren, ne? Dieses Runde. Welches Runde? Das, was ich runterrutsche die ganze Zeit. Nein, nicht das oben. Ich wusste, dass er das jetzt einfriert. Das Problem ist, ich kann es nicht gleichzeitig runterziehen und runterdrücken. Da ist auch nichts zum Festmachen, ne? Doch, warte mal. Reicht es denn, wenn ich da eine Kiste drauf mache? Wenn du da jetzt nochmal hochspringst? Ja, ich komme aber nicht mehr da hoch. Doch, von links kommst du doch darüber, oder nicht? Oder so. Warte mal, dann lasse ich das los. Nur was bringt uns das jetzt? Oder können wir da rechts weiter? Können wir da weiter? Ja, yeah, wir kommen hier weiter. Ich warte mal hier. Komm mal hier rüber. Das ist mir sicherer gewesen, bevor ich da jetzt wieder runterknall. Boah. Ach so. Okay. Ich dachte, die gehen kaputt, wenn die... Gut, dann... Kann man das auch direkt so lassen? Wieso gehst du dann immer nach oben zurück? Das verstehe ich nicht. Hä? Ja, wenn du kaputt bist. Ach so, da kommt der Strahl jetzt. Wieso kann ich das? Nee, du musst das Ding hier hinbringen. Andere Seite, anders. Nee, von oben, oder? Wieso kann ich den jetzt nicht gerade machen? Ah, jetzt. Oder müssen wir die Dinger oben vielleicht gleichzeitig noch runter machen oder so? Ach so, ja. Ja, weil du kannst da irgendwie ziehen. Ja, ja. Wieso schwebt das denn immer noch? Och, nee, ne? Ach Gott. Kannst du das einfrieren? Mach mal einen Cube hier unten hin, damit ich es festhalten kann damit. Nee, warte mal. Hier müssen wir auch einen reinmachen. Unter mir. Und das? Ja, danke. Du hast gesagt, ich soll es unter dir machen, da das Ding aber automatisch runterfällt, sobald du es berührst. Ich kann das jetzt höchstens... Hast du schon fest? Ich wollte gerade sagen, ich kann das jetzt höchstens noch ein bisschen verschieben. Ach, lass doch mal los, du blödes Ding. Hä, wieso geht der andere ab? Hä? Hä, wieso... Ist der von dem Strahl abgegangen jetzt oder kann ich nur einen Seil so halten? Aber der linke ist doch nicht von dem Strahl. Ach so, nee, ich muss das so halten. Aber du musst, da musst du jetzt, dann nimm mal bitte den Typen und versuch mal den Strahl zu lenken. Ja. Ja, aber wie, warte mal, wenn ich das so mache, oder müssen wir die was, ach, wir müssen die was höher machen, wa? Du musst das, den Spiegel hoch machen. Mach den Spiegel mal höher. Nee, warte mal. Nein, du musst was höher machen. Hä? Du musst das Seil ein bisschen länger machen. Mach das mal ein bisschen länger. Weiter, ach so, weiter, das weiter. Da oben. Dass das da direkt dran kommt. Weil wenn das auf der einen Seite klappt, müsste es ja auf der anderen Seite... auf der anderen Seite auch klappen. Warum geht das so beschissen? Nee, das geht nicht. Nein. Der kommt da nicht dran. Ich muss aber jetzt nicht irgendwie da hoch oder so. Oder ich muss das Ding... Muss ich das... Nee, niedriger...
Warte mal, das geht doch. Warte mal. Ich weiß, wie es geht. Ja, dann sind die beiden wieder nicht mehr drin. Das muss aber doch so sein, oder? Mach das doch nochmal. Wie hattest du es jetzt gerade? Mach nochmal bitte. Na ja. Warum federt das so? Was macht der da? Hey, was macht die da? Ja, die macht den kürzer. Boah. Ja, warum? Weil du das immer kürzer ziehst. Nein! Ich drücke ja überhaupt nichts. Hä? Das ist ganz so. Was macht die da? So, Präzisionsspiel. Ich verstehe es nicht. Was ist. Warum macht er das jetzt nicht? Oh, leck mich doch! Oder mach es doch an der Seite, wenn du das auf die entsprechende Länge hast, dran. Und das vielleicht besser. Es bleibt nicht hier dran! Ja, aber an der Seite vielleicht. Mann, es bleibt aber nicht auf diesem scheiß Cube drauf mehr! Mann! Ja, toll! Toll! Findet ja super, ey. Das kann's nicht sein. Das ist es aber. Wir müssen alle da so reinkriegen. Es halt Millimeter für Millimeter das Seil ein bisschen kürzer machen. Es geht aber nicht Millimeter. Guck doch mal, wie der das zieht. Hast du total bescheuert gemacht? Ist halt ein bisschen extrem. Das ist schon richtig. Nee, also entweder ich kann es normal bewegen oder ich kann nur so freckeln. Haltet die Verbrecher auf! Oh. Ich nehme mir den entflohenen Zauberer vor. Hallo, das bin ich? Nein, ich bin das nicht. Hallo, wieso macht der das Schild nicht mehr nach oben? Kannst du bitte diese Ritter machen? Ich kann nicht. Ich bin die ganze Zeit dabei, ja? Den rechten habe ich auch schon fast kaputt gemacht oben. Den müsstest du auch schnell hinkriegen. Ja, die sind weg. Die Stimme dieser Uhrwerkzauberin kam mir irgendwie bekannt vor. Genau das habe ich mir auch gedacht. Okay, da können wir runter. Können wir hier oben noch irgendwas machen? Oder können wir nicht runter? Okay. Du bist wieder rausgegangen. Ja, weil du doch auch runter willst, oder nicht? Ach so, nee. Egal. Kannst du das Ding anschießen? Hier ist ein Kugel. Also, okay. Ach so, links ist. Aber wie kriege ich die da rein? Welche? Warte mal. Das festhalte. Ach so. Ah. Neumodischer Aufzug. Können wir dazwischen? Ja. Kannst du die bitte mal drehen? Hä, der war gar nicht drin. Was soll das? Mach nochmal. Ach so, wenn ich den festhalte, dann dreht er sich. Das war jetzt das Geheimnis. Ja! Wo müssen wir hin? Ganz oben hoch, denke ich mal, oder?
So Rapunzel? Wahrscheinlich. Rechts in der Mitte ist noch was. Das rechte habe ich. Uhuhu. Ich hab die Dinger auch abgeschossen. Ach nein! Oh! Ich dachte, das dreht sich wieder nach oben. Oh, pass auf, dass du nicht nach unten gehst. Warte mal, hier oben ist auch noch eins. Das hole ich auch noch schnell. Also drei haben wir jetzt hier. Rechts siehst du nichts, nehme ich an, oder? Also ja, geil, ich sehe hier oben nichts. Ja, ich bin aber rechts, da ist, geht's weiter, glaube ich. Ja, ich denke, wir gehen nach oben. Na, oben ist nichts mehr. Oh, jetzt weiß ich's. Dieser Automat klang genau wie Wilhelmina. Die Meisterzauberin der Astralakademie? Genau. Außer, dass sie früher nicht so metallisch klang. Aber das reflektiert nur einmal. Warte mal, kann man da was festigen? Nee. Weil ich könnte den einfrieren. Ah nee, du kannst das ja nicht einfrieren. Kannst du das einfrieren vielleicht? Warte mal. Nee. Scheiße. Kann ich den einfrieren? Den kannst du abmachen, dass wir den frei bewegen können. Da ist ein Seil. Frage ist nur, bringt uns das was? Also so würden wir zwei von denen kriegen. Also das heißt, wir müssten jetzt unten den... Aber den anderen können wir da unten gar nicht hinmachen, weil der am Seil hängt. Ja, deswegen sag ich ja, sollst du ihn mal abschießen. Aber ich befürchte, dass du dann trotzdem, wenn überhaupt, nur eins mehr... Doch, den kann man abschießen. Nee, wenn der... Halt es nochmal da drauf. Muss der genau unter dem Stern stehen? Ach, du kannst dich doch auch klonen. Nein, ich kann mich nicht klonen. Doch? Nein, das geht nicht mehr. Ich habe das kaputt gemacht. Weißt du noch, wie das geht? Nee. Ich auch nicht. Also, aber ich kann es mal probieren. Also mit T geht's nicht. Vorhin habe ich es einmal gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ja, aber zufällig wahrscheinlich. Ich müsste es jetzt ausprobieren. Also ich weiß es jetzt auswendig auch nicht, aber ich müsste es jetzt ausprobieren. Also er ist es... Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, sonst lass mich mal kurz probieren. Ich hoffe, ich krieg die Taste hin. Ich bin mir da... Warte, Entschuldigung. Moment, das ist wechseln. Ach, das war's. Ja, genau, die gedrückt halten. Ja. Okay, Moment. Mach das oben mal kurz. Mach das oben mal kurz mit dem Zauberer an, sonst kann ich ja nicht sehen, wohin. Ja, warte mal, das muss ich mit denen dann aber quasi machen. Nee. Ja, ein bisschen nach links, du bist auch sehr weit rechts. Stopp. Och, Alter, willst du mich jetzt hier? Halt das weiter. Hä, was jetzt? Nein. Ach, du hast es verschoben. Nein, du sollst... Nein. Aber du sollst den... Schieb den mal ein bisschen rüber. Der ist so weit... Der muss noch ein Stück... Warte mal. Dann kommt... Das Problem ist halt... Wir müssen eigentlich ja zwei haben... Nee, warte mal, das ist doch Blödsinn. Aber wie reflektiere ich das? Wie reflektiere ich das jetzt von da oben? Nee, aber das reicht auch nicht, wenn du mir... Wenn wir da was hochbauen,
dann haben wir das Problem, dass das unterbrochen ist durch die Dinger. Das Problem ist, eigentlich müssten wir das irgendwie oben an der Wand kleben. Also festkleben, sonst geht das ja nicht. Das war jetzt nicht so gut. Mein Finger tut weh. Ich halte die ganze Zeit das scheiß Ding hier fest. Ja, wie gesagt, wir müssten irgendwas haben, weil ich kann ja nicht nach oben fliegen. Das ist ja das Problem. Der unten steht ja, oder stand ja gerade eben noch super. Und das Problem ist halt, ich kann ja nicht nach oben fliegen, um den von da aus dann wieder nach unten zu... Ja, so hatte ich mir das gedacht, das hochzubauen. Nur das Problem ist halt... Hä, was machst du denn jetzt? Ich wollte nur mal gucken, ob man das dran machen kann. Ja klar, kannst du es dran machen. Du kannst es aber auch an deinen eigenen dran machen. Du kannst ja noch ein anderes machen. Was hast du denn jetzt vor? Du weißt, dass die Dinger das unterbrechen? Was? Ja, deine Teile, die unterbrechen den Strahl. Stimmt. Fakt ist, eins muss hochgehalten werden. Ach so, warte mal. Mach das mal ab von dem Teil. Hey, habe ich keine Schwebepfeile? Oh. Nee. Aber du hast doch Schwebepfeile, oder? Nee, habe ich auch nicht. Hey, du hast doch, wo du drauf schießen konntest, oder geht das nur bei diesem bestimmten? Das geht nur bei dem bestimmten. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten das da oben nicht abdingsen dürfen. Mit dem Seil da oben. Kannst du das Seil da oben wieder dran machen? Nee, ne? Was wir machen könnten, ist links theoretisch einen Würfel hinzustellen. Nee. Aber das bringt mir wahrscheinlich auch nichts, weil ich ja nicht nach oben komme, ne? Warte mal, wenn das nach oben geht. Kannst du die rechts festmachen? Nee, ne? Dass das so... Nee. Nee. Auch. Hier kann ich gar nichts sehen, weil der hier nicht mehr rumläuft. Also wie gesagt, wir können hier links einen Würfel hinmachen. Wenn du das festhältst, dann würde ich den hier unten hinstellen können, dann geht der nach oben. Aber wir müssen halt eben das Ding irgendwie nach oben kriegen, dass das fest ist. Deswegen sage ich ja, also theoretisch kannst du nicht, weil das würde dann entweder geblockt werden. Mal kurz. Ich gehe mal hier eben aus dem Bild raus, dann ist vielleicht einfacher. So hatten wir es ja eben schon, ne? Ja, das Problem ist halt, ich kann nicht nach oben. Und du kannst auch nicht zwei Sachen nach rechts bauen, dass ich hoch genug komme, um da hinzuspringen, um mich festzuhalten. Stell dich mal auf den Würfel. Kannst du da was ablenken noch? Ja, aber dann geht das unten nicht mehr ran. An die Blume. Versuch mal bitte. Wie gesagt, dann ist es weg. Nee, hä? Achso, es war jetzt mein Fehler. Mach nochmal. Nee, auf den Würfel komme ich aber auch nicht. Also maximal ungefähr so, aber das bringt uns nichts, weil der Würfel... Ich krieg den Würfel da oben nicht. Warte mal, kannst du den ein bisschen mehr weiter runter? Geh mal da runter, vielleicht? Bitte. Ich habe eine andere Idee. Geh mal bitte runter. Eine ganz andere Idee. Meinst du nach rechts? Aber das...
Aber soweit kann ich den nicht. Also nee, unten gegen den Würfel. Kannst du gegen den Würfel laufen? Nee, kannst du nicht rechts hochbauen und dann als zwei. Na, zwei ist zu wenig, oder? Also 9 Würfel nach unten rechts legen. Mach den erstmal weg, der da liegt. Och Mann, wo ist der Würfel da? Den nach rechts in die Ecke. Noch einen drauf? Oder? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, kannst du mal probieren mit noch einem drauf? Oder so ein Ding dazwischen vielleicht, weil da fehlt nur sehr wenig. Ich weiß nicht, ob das zu hoch ist. Müssen wir mal ausprobieren. Halt den nochmal hoch. Ja, da fehlt uns ja der darüber. Aber. Alter. Kannst du? LMAA, ganz ehrlich. Ich will meinen Zauberer zurück. Das hast du richtig klasse hinbekommen. Wir müssen da runter, ist ja schon klar. Ja, lösch die doch eben. Nee, kann ich nicht. Ich war gerade der andere. Wieso kannst du das nicht? Weil ich gerade der andere war. Muss nach links. Das die ganze So. Was ist hier los? Was ist das? Das sieht scheiße aus. Hä? Ich bin raus. Wie geht das? Okay, unten sind wir mal kaputt. Kannst du die unten einfrieren? Ich meine, das bringt uns wahrscheinlich nichts. Ah, du kannst den. Ah ja, dann probier den mal ganz unten einzufrieren. Ja. Ich warte noch ins zweite ab. Und mit diesen Doppelsprüngen. Ja, genau. Was machst du da hinten? Ich bin voll vor dieses blöde Ding gerade. Ja, spring keinen Millimeter. Was war denn das für ein Mini-Hops gerade? Der Sprung war gut. Mach den nochmal. Achso, okay, warte mal. Was mache ich hier? Ja, da ist aber so ein Laser irgendwie, ne? Haltet euch lieber davon fern. Kannst du an mir vorbei? Nee, doch. Ach nee, du musst damit das aufdingsen. Mach das nochmal wieder weg. Wieder weg. Oh. Ja, jetzt. Achso, ich dachte, du meinst. Unten. Tiefer. Also doch das Wasser oder was? Ja, unten dieses Eis. Das Eis. Tiefer. Tiefer? Ja. Oh Gott, jetzt kannst du mich mal durchlassen. Nö. Hier kommst du nicht durch. Du kommst nicht vorbei. Oh. Ja, danke. Vielen Dank auch. Ja, ich stand ein bisschen daneben. Ja, du hast dich genug hier durchgekommen. Man kann nicht. Achso, du bist da hoch. Ja, und wenn du nicht immer direkt springen würdest, könnte ich auch ein zweites machen. Danke. Oh, der ist hier oben wieder. Du musst nochmal. Rechts ist nichts, eben. Oder? Weiß ich nicht. Ja, bloß nicht. Oh, bist du denn des Wahnsinns? Warum hast du da einen gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Aber wir müssen auf jeden Fall. Achso, rechts müssen wir hoch. Ja. Wow. Wenn du nicht wieder so blöd gewesen wärst, dann hätte ich vorher noch was machen können. Ich bin unten. Oh. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Helf mir mal. Mach mal oben eben Dings hin. Nicht runterkommen. Na, fall doch nicht da runter. Mach mal ein. Weiß ich nicht. Mach ein Zauberer-Dings-Ding, einen Löffel hin. Ja, die habe ich gerade da hinten verbaut, damit wir weiterkommen. Danke. Nee, wir kommen nicht weiter. Ohne mich geht's nicht. Ich komme ohne dich weiter. Wieso? Ja, Zeichen dazu. So. Oh Gott, das haben wir jetzt mal nicht gehört. So. Ja, oder so. Okay. Ja, boah, und jetzt geh doch einfach mal da weg, Mann. So kann ich die nicht machen. Ich bin leider auf der falschen Seite. Boah. Wie soll ich denn jetzt. Ja, ich wusste, da gehe ich kaputt.
Ich werde diesen Checkpoint hier allerdings dazu nutzen, mal einen kleinen Cut zu machen, weil die Folge, die wir aufgenommen haben, viel, viel zu lang geworden ist. Das heißt, wir sehen dieses und weitere Rätsel in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.